Auf der Venus sollen Temperaturen von über 490 Grad herrschen. Doch was, wenn das nicht stimmt und die Venus genau das Gegenteil, eine Eiszeit durchmacht? Wäre der Planet dann nicht lebensfreundlich und erdähnlicher, als man uns erzählt? Wie ich darauf komme, jetzt bei Norman Investigativ. Die Venus. Sie ist der zweite Planet unseres Sonnensystems. Mit ihrer Größe, Dichte, Masse und Schwerkraft gleicht sie der Erde wie kein anderer Planet. Abgesehen von ihrer Atmosphäre. Denn diese Wolken hier bestehen nicht etwa aus Wasser, sondern aus Schwefelsäure. Die Atmosphäre der Venus ist so dicht, dass auf seiner Oberfläche ein Druck wie unter 900 Metern Wasser herrscht. Rund 92 Bar. Hinzu kommen Temperaturen bis über 497 Grad Celsius, wobei es auf der Venus nicht nur heißer ist als in einem Backofen, sondern auch überraschend heißer als auf dem sonnennahen Planeten Merkur. Das läge am Treibhauseffekt, denn die Atmosphäre der Venus bestünde zu 96% aus CO2. Die Venus rotiert sehr langsam um seine Achse und benötigt für eine Umdrehung ca. 243 Tage. Interessant ist, dass sie das genau andersherum tut, als sei der Planet irgendwann mal gekippt. Insgesamt gab es bis zum Jahre 2020 46 Venus-Missionen. Das sind mehr Sonden als die, die zum Mars aufgebrochen sind. Trotzdem sind die Informationen, die wir über diesen Planeten haben, spärlich bis verschwindend gering, viele sogar widersprüchlich. Wird uns da etwas verschwiegen und die Venus ganz anders, als man uns erzählt? Durchlebt der Planet gerade eine Eiszeit wegen seiner geschlossenen Wolkendecke? Oder haben wir es eventuell mit einem lebensfreundlichen Wüstenplaneten zu tun, wie wir es aus Film und Fernsehen kennen? Was geht auf der Venus vor sich? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Norman Investigativ. Was geht auf der Venus vor sich? Nicht viel, erzählt man uns, obwohl sie der erdähnlichste Planet des Sonnensystems ist. Mit einem Abstand von nur 38 Millionen Kilometern kommt sie der Erde sogar näher als der Mars mit seinen 56 Millionen Kilometern. Trotzdem läge die Venus nicht in der habitablen Zone und sei zu heiß, um Leben zu beherbergen. Doch worauf stützen sich solche Aussagen? Darf man den Raumfahrtbehörden blind vertrauen oder wäre es ratsam, mal selber einen Blick in die Forschungsdaten zu werfen? Genau das habe ich getan und dabei mal wieder Erstaunliches zutage gefördert. Die Venus war der erste Planet, den wir von der Erde aus erreichten. Und das war noch vor dem Mars. Die ersten Nahaufnahmen der Venus folgten erst 12 Jahre später mit der Mariner 10 Mission. Mariner 10 offenbarte uns einen Planeten mit geschlossener Wolkendecke. Zum Erstkontakt mit Mariner 2 im Jahre 1962 ist auf Wikipedia zu lesen, dass die Sonde eine Temperatur von 425 Grad bestimmt haben soll. Was so nicht richtig ist, denn schlagen wir nach bei der NASA. Zum Beispiel in diesem Buch, so ist unter Mariner 2 zu lesen, dass Temperaturen nur von 216 bis 237 Grad bestimmt wurden.
warum Wikipedia dennoch von 425 Grad spricht und dieser Eintrag auch noch von 93 selbsternannten Experten bestätigt wurde, bleibt ein Rätsel und lehrt uns, auch bei wissenschaftlichen Artikeln kritisch zu bleiben. Aber auch die Originalquellen der NASA vermitteln uns nicht unbedingt Fakten zu diesem Thema, sondern ausschließlich Deutungen. So erfahren wir aus diesem Abschlussbericht, dass eine heiße Oberfläche der Venus in die Messdaten nur hineininterpretiert wurde. Demnach passt die gemessene Wärmestrahlung von 237 Grad gut zu einer berechneten Modellatmosphäre von minus 23 bis 76 Grad Celsius, die von einer bis zu 500 Grad heißen Oberfläche bestrahlt wird. Oder einfacher ausgedrückt, wurde außerhalb der Venus 237 Grad gemessen, so kann es auf dem Planeten nur noch heißer gewesen sein. Eine reine Vermutung, die später zum Faktum erklärt wurde, denn auf die Oberfläche blicken konnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Auf einem Planeten mit geschlossener Wolkendecke ist die Bestimmung der Bodentemperatur von außen nicht so einfach möglich, weswegen man in diesem Falle die hohen Temperaturen nur gedeutet bzw. mathematisch extrapoliert hat. Sprich, man hat sich gedacht, wenn es hier oben schon 237 Grad sind, dann müsste es weiter unten doch heißer sein. Daneben solle auffällige Mikrowellenstrahlung auf eine hohe Bodentemperatur hingewiesen haben. Die Mariner 2-Sonde flog nicht direkt zur Venus, sondern an ihr vorbei. Dabei machte sie drei Scans, einen auf der Nachtseite, einen im Übergangsbereich und einen dritten Scan auf der Tagesseite. Bei diesen Scans wurde die planetarische Wärme und Mikrowellenstrahlung erfasst. Bei der Wärmestrahlung fiel noch nichts Besonderes auf, außer, dass die Nachtseite kaum kühler erschien als die Tagesseite. Interessant hingegen waren die Mikrowellen, die die Wolkendecke durchdringen konnten und direkt von der Oberfläche stammen. Hier stellte man fest, dass die Mikrowellenstrahlung in Blickrichtung stärker war als aus den Randgebieten. Diese Mikrowellen sind abgebautes Sonnenlicht. Nun könnte man meinen, dass da, wo mehr Sonnenlicht auftrifft, auch mehr Rückstrahlung zu erwarten ist und da, wo weniger Sonnenlicht, natürlich auch weniger Mikrowellen zurückkommen, zumal diese auch noch einen längeren Weg zurücklegen und dabei sicher auch noch abgeschwächt werden. Die NASA sah das etwas anders. Die schwächeren Mikrowellen aus den Randgebieten würden auf einen Randverdunklungseffekt strahlender Körper hinweisen und deswegen müsste es auf der Venusoberfläche heiß sein und der Planet einen Treibhauseffekt durchmachen. Hier wurde angenommen, dass sich eine einzige Mikrowelle analog zur Wärmestrahlung verhält. Und da diese Mikrowelle die Wolken durchdringen konnte, könne sie ja nur von der Oberfläche stammen und wäre auch noch dort erzeugt worden, so die einfache Erklärung, mit der man sich einen heißen Planeten bestätigte. Sowas nennt man Cargo-Kult-Wissenschaft, auf Deutsch Wunschdenken, und dieses Denken widersetzt sich noch heute anderen, besseren Erklärungsansätzen. Die Venus läge näher an der Sonne und deswegen sei es auf ihr heißer, so die einfache Formel, mit der kritische Fragen bereits im Keime erstickt werden. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, denn unterschlagen wird, dass die Venus von einer schützenden Wolkendecke umgeben ist, die den Planeten wiederum vor einer stärkeren Strahlung bewahrt. In astronomischen Kreisen spricht man vom Albedo, einem Wert für das Rückstrahlvermögen reflektierender Flächen. Betrachten wir den Albedo am Beispiel des Mondes. Von 100% Sonnenstrahlen werden vom Mond rund 11% reflektiert, also zurückgestrahlt, und 89% absorbiert. Somit hat der Mond einen Albedo von 0,11, was seinem 11% Reflexionsvermögen entspricht. Vergleichen wir das mit den Albedos der Erde, Mars und Venus, so zeigt der Mars einen Albedo von 25%. Die Erde von 30 und die Venus schickt ganze 77% des eintreffenden Sonnenlichtes zurück in den Weltraum. Damit weist die Venus nicht nur mehr als doppelt so viel Sonnenlicht ab wie die Erde,
Sie hat auch den stärksten Albedo aller Planeten des Sonnensystems. Vergleichen wir die Erde und Venus im Detail, so ist die Erde einer Sonnenenergie von 1361 Watt pro Quadratmetern ausgesetzt, wovon 408 Watt zurück in den Weltraum gestrahlt werden, sodass uns effektiv nur noch 953 Watt Sonnenenergie übrig bleibt, mit der sich die Erde im Durchschnitt auf 15 Grad erwärmen lässt. Bei der Venus strahlt die Sonne zwar stärker mit 2601 Watt, doch wird davon noch viel mehr reflektiert und abgewiesen, sodass dort effektiv nur noch 599 Watt ankommen und damit würde sich die Venus auf 497 Grad erhitzen. Und das ist planetarische Thermodynamik auf höchstem Niveau. 953 Watt heizen die Erde auf durchschnittlich 15 Grad und lächerliche 599 Watt die Venus auf 497 Grad Celsius. Auf der Erde kann es so heiß werden, dass sogar der Asphalt schmilzt. Doch sobald Wolken aufziehen, ist es vorbei mit der Hitze. Bei dunklen Wolken wird nicht mal mehr die Luft warm. 12 Grad im Sommer sind bei uns keine Seltenheit. Nun erzählt man uns, dass bei der Venus, die viel weniger Sonnenenergie aufnimmt als die Erde und diese wenige Sonnenenergie auch noch durch Wolkenschichten hindurch muss, die 5-mal so hoch sind wie der Mount Everest, dass da unten noch genug Strahlung ankommt, um den Planeten auf 497 Grad zu erhitzen. Sorry Leute, so heiß wird nicht mal der Merkur und der liegt noch näher an der Sonne und hat keine schützende Atmosphäre. Doch warum strahlt die Venus dann so, als wäre sie heiß? Die Venus ist stärkeren Sonnenwinden ausgesetzt als die Erde und das nicht nur durch ihre Nähe zur Sonne, sondern auch, weil ihr das schützende Magnetfeld fehlt. Ein Magnetfeld wie das der Erde, welches sich weit in den Weltraum hinausdehnt und den Sonnenwinden, den Sonnenstürmen und auch der kosmischen Strahlung trotzt. So ein Magnetfeld dient als planetares Schutzschild gegen die harte Strahlung des Weltraums. Und genau sowas besitzt die Venus nicht und ist den Sonnenwinden schutzlos ausgesetzt, womit hochenergetische Teilchen nicht nur tief in die Atmosphäre eindringen, sie heizen diese auch wie mit einem Plasmabrenner auf. Alleine diese Schockwelle verhindert eine korrekte Bestimmung der Venustemperatur, weil sie auf den thermischen und Mikrowellenfrequenzen stört und einen Blick unter die Wolkendecke erschwert. Diese Plasmahülle und der Schweif würden auch die hohe Wärmestrahlung auf der Rückseite erklären und auch die Mikrowellenemissionen, die angeblich von der Oberfläche stammen. Und das alles würde sich ab und oberhalb der Wolkendecke abspielen, darunter wäre es kühl und relativ lebensfreundlich, so ähnlich wie in dieser Filmszene. Warum eine kühle Venus, die eine Eiszeit durchmacht, die bessere Erklärung ist als der Treibhauseffekt bei 497 Grad, das hat ein MIT und ein NASA-Wissenschaftler bereits 1966 zu Papier gebracht und da schauen wir jetzt mal rein. Professor Newell war Klimatologe und Atmosphärenphysiker des MIT und der NASA und auch Präsident der Internationalen Klimakommission in den USA. Ein Mann, der sich mit Atmosphärenphysik auskennt. In diesem Papier nimmt er die heiße Oberflächenthese der Venus, vorgeschlagen von Carl Sagan, auseinander. Er schreibt, dass hohe Oberflächentemperaturen von 600 bis 1000 Kelvin, ca. 300 bis 700 Grad Celsius, durch einen Treibhauseffekt nicht gehalten werden können. Alleine der Albedo der Venus von 76% würde das in Frage stellen, weil nicht genügend Sonnenenergie die Wolkendecke durchdringen würde. Zudem kritisiert er, dass das Ionosphärenmodell der Venus, das auch ohne heiße Oberfläche auskommt, voreilig verworfen wurde und das nur auf Basis einer einzigen Messung. Wir erinnern uns, angenommen wurde, dass Sonnenstrahlen mit hoher Energie bis zur Oberfläche durchdringen, dort den Boden erhitzen, Mikrowellen erzeugen, die dann von der Mariner 2-Sonde erfasst wurden.
Professor Niebel zeigt, dass diese Mikrowellen eher in der Atmosphäre erzeugt werden und damit nur den Anschein erwecken, als kämen sie von einer heißen Oberfläche. Angeheizt wäre beim Ionosphärenmodell nur die obere Atmosphäre, wobei der Planetenkörper unten auskühlen und in eine Eiszeit rutschen würde, weil, wie erwähnt, nicht genügend Energie bis nach unten durchdringen würde. Das alles ausführlich erklärt in diesem 18-seitigen Paper, das ich in der Beschreibung verlinkt habe. Trotzdem hat sich Carl Sagans Treibhausthese durchgesetzt und sein Modell einer heißen Venus gilt noch heute. Carl Sagan ist eine Schlüsselfigur in der Weltraumpropaganda und das nicht nur in Bezug auf die Venus. Dabei war er nicht immer dieser Meinung und teilte auch mal ein ganz anderes Bild von unserem Schwesterplaneten. Ein Jahr nach der erfolgreichen Venus-Mission gab er noch folgendes Interview. Many theories of the Venus environment have been suggested. However, new information eliminates at least some of these theories. Measurements with radio telescopes show that there is a region on Venus where temperatures are greater than 600 degrees Fahrenheit. It is just possible that the hot region exists at a high altitude in the ionosphere of Venus. The surface temperature could then be almost Earth-like, and life as we know it could exist there. The surface temperature could then be almost Earth-like, and life as we know it could exist there. Leben, wie wir es kennen, wäre auf der Venus möglich, meint Carl Sagan noch in diesem Interview aus dem Jahre 1963 und betont, dass die gemessenen hohen Temperaturen durchaus von der Ionosphäre stammen können. Doch dann, 1968, änderte sich plötzlich seine Meinung, als sich Russen und Amerikaner auf eine heiße Oberfläche einigten. Nicht bestimmten, einigten. Seitdem scheinen auch die anderen Raumfahrtorganisationen diesem Modell zu folgen. 3, 2, 1, 0. Im Jahre 2005 sandten noch wir eine Sonde zur Venus. Die Venus Express. Und so sah sie aus, die mit unseren Steuergeldern finanziert wurde. Bei Ankunft machte sie mit ihren teuren Hightech-Kameras diese Aufnahmen mit je näher, umso weniger Details. Noch weniger Details finden sich auf der Venus Express Webseite. Keine Aufnahmen bei den Images, gähnende Leere bei den Videos, als wenn es niemanden interessiert, vor Ort ein paar Aufnahmen zu machen. Und auch Google bestätigt, über diese Mission existiert kaum Bildmaterial. Und das, was existiert, ist kaum besserer Qualität als die Aufnahmen vom Hubble Space Telescope aus 40 Millionen Kilometern Entfernung. Hier ein direkter Vergleich. Links vor Ort, rechts von der Erde aus gesehen. Man hat das Gefühl, dass man uns nicht mehr präsentiert, als von der Erde aus sichtbar. 10 Jahre später machten sich die Japaner auf den Weg zur Venus und das sind deren Aufnahmen. Erneut kaum mehr Details und dann passiert auch noch das. Spulen wir zurück, zeigt sich, dass die Kamera der Japaner genau dann ausfällt, als sich die Sonde für Nahaufnahmen nähert. Sie aktiviert sich wieder bei Entfernung von der Venus. Schauen wir uns die Szene etwas genauer an, speziell diesen Zeitstempel hier, so scheinen die Aufnahmen manipuliert worden zu sein. Es fehlen 38 Stunden, oder besser gesagt 38 Stunden Nahaufnahmen wurden, aus welchen Gründen auch immer, herausgeschnitten. Hier die betroffenen Frames mit dem Sprung. Am 20.06. um 3 Uhr morgens folgt der Schnitt. Am 21.06. um 17.29 Uhr geht es erst weiter. Die letzte Sonde, die an der Venus vorbeiflog, war die Parker Solar Probe im Sommer 2020. Und hier ein Foto, das mit der empfindlichen Restlichtkamera aufgenommen wurde und einen Widerspruch zeigt.
Der dunkle Bereich da in der Mitte ist nicht etwa eine Wolkenschicht, sondern eine Gebirgsformation. Die hier, Aphrodite Terra. Und damit ergeben sich gleich zwei Probleme. Erstens, wie kann es sein, dass die Oberfläche der Venus bei einer 50 Kilometer starken Wolken- und Dunstschicht auf der Nachtseite noch durchscheint und das bei Restlicht? Und zweitens, die Parker Solar Probe hat eine hochauflösende 4K-Kamera an Bord, die jedes Staubkorn im Weltraum erfassen kann, wie diese Bilder zeigen. Anstelle nun 4K-Fotos bei Anflug auch von der Tagesseite zu schießen und uns solche Bilder zu liefern, fotografiert die LASA lieber per Restlichtverstärker die Nachtseite und präsentiert uns auch noch matschige Aufnahmen von ebenfalls kaum besserer Qualität als von der Erde aus fotografiert. Die Europäer fliegen an der Venus vorbei und liefern uns matschige Aufnahmen, als wurden diese von der Erde aus gemacht. Die Japaner fliegen vorbei und welch Zufall, fällt die Kamera aus? Und die Amerikaner versuchen das nochmal zu toppen, indem sie ihre hochauflösende Hightech-Kamera ohne Licht auf die Rückseite richten, um uns ebenfalls matschige Aufnahmen zu liefern. Ein Wettstreit der Verschleierung. Zwischendurch liefern sie uns auch gute Fotos und die schauen wir uns jetzt nochmal an. Hier ist eine der ersten Aufnahmen der Venus aus dem Jahre 1972 und wie es scheint, hatte man damals weniger Scheu, die Venus erdähnlich darzustellen. Sie sieht aus wie ein Wasserplanet. Hier eine Fotoserie vom damaligen Anflug. Sogar die wirken besser als die modernen Anflugfotos. Die blaue Venus ist natürlich bearbeitet. Und so haben sie es damals gemacht, die Originalaufnahme einfach durch den Computer laufen lassen, damit Strukturen sichtbar werden. Das war 1974. Wenn ich nach dem gleichen Verfahren das Original durch meinen Computer laufen lasse, bekomme ich dieses Bild. Einen Wüstenplaneten mit Schleierwolken. Und das hier ist die aktuelle offizielle Darstellung, ebenfalls mit dem Computer generiert. Welche Venus darf es nun sein? Der Wasserplanet, der Wüstenplanet oder der Eisplanet? Hier ein paar der besten Nahaufnahmen aus den letzten 40 Jahren. Auf den ersten Blick scheint noch nichts auffällig zu sein, aber schaut mal genauer hin. Zum Beispiel läuft diese Aufnahme. Ist das wirklich eine Planetenscheibe oder wurde hier einfach nur eine Blende auf das Foto einer Wolke gelegt? Hier unten ähnliches. Ein bewölkter Himmel, der mit einer Blende oder Schablone als Planetenfoto verkauft wird. Diese Wolkenstruktur passt so gar nicht zu einem Planeten und sieht eher so aus wie ein Stück abfotografierter Himmel. Hier haben wir ein Satellitenfoto von der Erde mit etwas Bewölkung. Auf der Venus könnte es ähnlich aussehen. Wollten wir das verschleiern und so eine Aufnahme vermeiden, könnten wir folgendermaßen vorgehen. Wir laden das Foto in eine Bildbearbeitung und färben es kurz ein. Etwa so, damit die Wolken aussehen wie Schwefelsäure. Schneiden wir uns dann eine Wolkenfläche heraus. Ich denke, dieser Bereich ist gut. Damit haben wir schon mal eine fast komplett bewölkte Scheibe als Mustervorlage. Darauf wenden wir einen Linseneffekt an und krümmen das Ganze. Jetzt noch die Ränder abdunkeln und schon haben wir uns aus einem Wolkenfeld einen Planeten gebastelt. Zum Schluss noch eine Vignette auftragen und schon ist die Illusion perfekt. Der ganze Planet scheint jetzt eingehüllt und man erkennt sogar winzige Details und feine Wolkenstrukturen, die diese Täuschung echt wirken lassen. Und hier nochmal der Vergleich mit der Mariner 10 Aufnahme. Naja, die haben es sich damals etwas einfacher gemacht und die Wolken ohne Krümmung als Planet Venus verkauft. So ähnlich ist wohl dieses Foto der europäischen Venus-Express-Mission entstanden. Einfach einen bewölkten Himmel fotografieren und abrunden und schon haben wir eine Venus-Nahaufnahme. Das könnte mittlerweile auch, hier mein bewölkter Himmel, wohlgeformt zu einer Venus. Und das Ganze nochmal etwas dramatischer bei den Japanern. Rechts ein Infrarotfoto der japanischen Akatsuki-Mission. Und links Gewitterwolken, die zu einem Planeten gewölbt wurden, damit sie aussehen wie diese
Infrarotaufnahme. Zum Schluss nochmal eine Parade der Venusbilder mit guten und schlechten Fakes. Preisfrage. Sollte die Venus tatsächlich komplett in eine dichte Wolkenhülle gehüllt sein, wie viel mehr wolkenbildende Substanz als bei der Erde würden wir in ihrer Atmosphäre erwarten? Die doppelte Menge? Das Dreifache? Vielleicht 10 oder 100 Mal mehr? Unsere Erde, Anfang März 2021. Zu einem großen Teil ist sie nicht bewölkt, auch wenn bei uns selten die Sonne scheint. In 100% Atmosphäre sind rund 0,25% Wasserdampf enthalten und nur diese 0,25% führen zur Wolkenbildung. Im Norden etwas mehr, im Süden etwas weniger. Vergleichen wir das mit der Situation auf der Venus. Hier sollen die Wolken nicht aus Wasser bestehen, sondern aus Schwefelsäure bzw. aus den Dämpfen der Schwefelsäure. Und deren Anteil beträgt dort nur 0,01%, womit wir einen Widerspruch haben. Auf der Venus soll also viel weniger von etwas viel mehr bewirken und den gesamten Planeten verhüllen. Hier ein direkter Vergleich mit den jeweiligen Anteilen. Obwohl beide Balken proportional vergrößert wurden, bleibt der rechte Balken noch immer klein, weil der Anteil an Schwefelsäure in der Venusatmosphäre verschwindend gering ist. Wie kann es sein, dass ein Bruchteil von dem, was bei uns zu kaum Wolkenbildung führt, auf der Venus den gesamten Planeten verhüllen kann und das auch noch mit einer 40 Kilometer dicken Wolkenschicht? Genau, wie kann das sein? Der Anteil an wolkenbildender Substanz ist auf der Venus so verschwindend gering, dass man diesen Anteil nicht mal vernünftig in Prozent angeben kann. Wie kann nun von etwas, das kaum vorhanden ist, der gesamte Planet eingehüllt werden? Es sei denn, diese Wolken bestehen nicht aus Schwefelsäure. Doch aus was dann? Die Erdatmosphäre besteht überwiegend aus Stickstoff und Sauerstoff. Dazu noch etwas Argon und dann folgt der Rest wie CO2 oder Methan. Ganz anders die Venusatmosphäre. Diese besteht überwiegend aus CO2. Ein wahrer Kohlendioxidplanet. So eine Planetenatmosphäre besteht aus mehreren Schichten, in der sich ein Temperaturgradient bewegt, wobei die Mesosphäre sehr interessant ist. Hier fällt die Temperatur in 80 Kilometern Höhe rapide runter bis auf minus 100 Grad, um dann wieder steil anzusteigen. Nun kann es passieren, dass durch atmosphärische Turbulenzen Feuchtigkeit bis in diese Höhe gelangt und dort ausfriert. Auf der Erde bilden sich dann diese leuchtenden Nachtwolken. Nachtwolken sind Eiswolken. Auf der Venus sind die Atmosphärenschichten ähnlich, samt der minus 100 Grad kalten Mesosphäre. Nun besteht die Venusatmosphäre zu 97% aus CO2, das sich nach oben hin zwar verdünnt, aber immer wieder durch Turbulenzen auch vermischt. Was könnte mit dem CO2 wohl passieren, das sich bis in die minus 100 Grad kalten Mesosphäre ausbreitet? Das hier. Kohlendioxid gefriert bei Temperaturen unter minus 78 Grad und wird zu Trockeneis. Liegt es da nicht nahe, dass die Wolken der Venus aus Trockeneis bestehen, aus gefrorenem CO2, das sich als Mesosphärennebel über den gesamten Planeten verbreitet? Wenn bereits auf der Erde etwas von dieser 0,25% Luftfeuchte in die Mesosphäre gelangen und dort ausfrieren kann, dann sollte man bei der Venus, dessen Atmosphäre fast ausschließlich aus CO2 besteht und auch bekannt ist, dass CO2 bei minus 78 Grad gefriert, doch erwarten, dass diese die komplette Mesosphäre vernebelt. Frischer Schnee und Eiskristalle haben ein Albedo von rund 90%. Weil sie, wegen ihrer rein weißen Farbe, viel Sonnenlicht reflektieren. Die Venus hatte einen Albedo von 77%, doch das ist nicht mehr aktuell. Neuere Untersuchungen zeigen, dass der Planet immer wieder einen Eiskristall-Albedo von 90% erreicht.
Auch das weist eher auf einen CO2-Mesosphärennebel hin als auf Schwefelsäure, die kaum vorhanden ist. Mit dem höheren Albedo von 90% strahlt die Venus auch viel mehr zurück als zuvor berechnet, sodass von 2601 Watt Einstrahlung nur noch 260 Watt übrig bleiben, und das ist viel weniger Energie, als das Sonnenlicht in die Antarktis trägt, und deswegen kann es sich bei der Venus nur um einen Eisplaneten handeln. Trotz Sonnenschein wird es in der Antarktis nicht warm, weil dort nicht genügend Sonnenenergie ankommt. Noch weniger Sonnenenergie gelangt auf die Oberfläche der Venus wegen seinem Albedo. Und trotzdem soll sich dieser Planet so weit aufgeheizt haben, dass man auf seiner Oberfläche eine Weihnachtsgans braten könne. Und das alles geht auf diesen Mann hier zurück, der den Treibhauseffekt für die Venus nicht nur falsch und dilettantisch berechnete, auch sonst fiel Carl Sagan merkwürdig auf. Hier haben wir das Notizbuch von Carl Sagan, auf dem seine Doktorarbeit basiert. Darin formuliert er einen Treibhauseffekt für die Venus. Allerdings macht er dabei ein paar gravierende Fehler, die er später noch bereuen wird. Für den Treibhauseffekt macht er in seiner Doktorarbeit hauptsächlich Wasserdampf verantwortlich, der auf der Venus kaum vorhanden ist. Eine weitere Peinlichkeit, die er sich erlaubte, war, dass seine Berechnungen nicht etwa auf Atmosphärenphysik beruhten, sondern auf Daten und Formeln der Dampfkesseltechnik. Und ein Dampfkessel ist sowas hier: erhitzter Wasserdampf in einem Kessel unter Druck, und so ähnlich würde es auf der Venus zugehen. Doch nach der Venera 4-Mission stand endgültig fest, dass Carl Sagan sich geirrt hatte. Die Sonde fand kaum Wasser, dafür umso mehr CO2. Es folgten mehrere COSPAR-Treffen mit den Russen, um eine gemeinsame Linie und Meinung über die Venus festzulegen. So vereinbarten sie, dass weder die Russen noch die Amerikaner die Oberfläche der Venus erreicht haben. Die Größe der Venus wurde geschätzt und darauf aufbauend die Oberflächenbedingungen von 427 Grad Celsius unter hohem Druck festgelegt, um an der Legende eines Treibhausplaneten festzuhalten. Das war 1968. Im gleichen Jahr flog Carl Sagan von der Uni. Man warf ihm vor, unwissenschaftlich zu arbeiten, abstruse Theorien zu verbreiten und Diebstahl von geistigem Eigentum. Diese Vorwürfe kamen von der Universität und von Nobelpreisträgern. Mit diesen Referenzen hatte das Verteidigungsministerium weniger Probleme. Die holten ihn relativ früh in die Rand Corporation und somit in den Beraterstab des Pentagon bzw. in die Weltraumpropagandaabteilung. Zudem genoss er eine Top-Secret-Sicherheitsstufe bei der Air Force und war eingebunden in NASA-Geheimprojekte. Und dieser Mann hat mit einer fehlerhaften Dissertation festgelegt, wie es auf der Venus auszusehen habe, und dieser Meinung wird weltweit gefolgt. Und so könnte es dort wirklich aussehen: Forschungsstationen wie in der Antarktis und Erkundungsmissionen auf einem gefrorenen Planeten. Carl Sagan wurde zu einem Harald Lesch der Amerikaner, und in dieser Rolle gefiel er sich und durfte verbreiten, was man über den Weltraum wissen durfte. Ein wahrer Weltraumpropagandist. Und der Grund, warum auch alle anderen Nationen mitspielen, ist, dass sie in der COSPAR organisiert sind und die öffentliche Meinung über den Weltraum absprechen. Daneben geht es um Wissensvorsprung, um Technologievorsprung und wie immer um Ressourcen. Und nun seid ihr dran. Was denkt ihr, geht auf der Venus vor sich? Habe ich recht, habe ich unrecht oder leuchtet was ganz anderes im Hintergrund? Ich freue mich auf eure Kommentare, die ich übrigens fast alle durchlese. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir bitte ein Like, abonniert diesen Kanal und wie immer könnt ihr das Projekt Norman Investigativ durch eine kleine Spende unterstützen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung.
Wir sehen uns.